So. Gehen jetzt weiter zu den Klerikern. Sobald wir hier unseren Typen abgeholt haben. Ich hoffe, ich muss nicht so weit rennen. Warum sitzt Ellen jetzt hier an den Tisch? Das ist ja ganz was Neues. Oh. Ich suche Zarek, ja. Ich suche Zarek. Er hat mir berichtet, was vorgefallen ist. Angeblich bist du keine große Hilfe gewesen. Was genau willst du von ihm? Ich soll mit ihm zu den Klerikern aufbrechen. Sie könnten an dem Anschlag auf das Silo beteiligt sein. Da ich davon ausgehe, dass Commander Irissa diese Anweisung erteilt hat, stelle ich ihn für diesen Zweck frei. Such im Sektor der Kollektoren nach ihm. Er wollte dort irgendeiner Sache nachgehen. Ah! Ah! Der hängt doch bestimmt mit Olle Brex in einer Dings. Das wäre natürlich mega witzig, wenn die Quests miteinander zusammenhängen würden. Und er tatsächlich da mit Brex zusammen in einer Liga ist. Und weil ich den jetzt verraten habe, will er mir deswegen an den Karren pissen. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Wir sind hier davor. Nur 15 bis 1. Ich traue den Agenten nicht. Dein Misstrauen ist unbegründet. Sie sind Hüter der Direktive. Warum konnten Sie dann den Vorfall bei den Silos nicht verhindern? Aus dem gleichen Grund, warum es uns auch nicht möglich war. Niemand konnte damit rechnen. Was hältst du von der Theorie, dass Sie das Silo mit Absicht in die Luft gesprengt haben? Was? Das ergibt doch... Du brauchst zu lange. Beweg dich schneller. Gut. Hauptsache, du lässt mich in Ruhe. Erst wenn du mit Zarek aufgebrochen bist. Du weißt um unsere Elex-Knappheit. Ah ja. Egal, so ist er das hier. Hallo Zarek, grüß dich. So sieht man sich wieder. Ja, und? Du bist mir eine Erklärung schuldig. Und du bist mir im Weg. Was willst du überhaupt hier? Irissa hat befohlen, dass wir gemeinsam zu den Klerikern aufbrechen. Hat sie den Verstand verloren? Mir gefällt es ebenso wenig wie dir. Ha, ein Verräter und Mörder zur Seite stehen. Wenn's dir nicht passt, klär das mit Irissa. Ich hab sowieso genug von dir. Du weißt so gut wie ich, dass man sich ihren Anweisungen nicht widersetzt. Hat sie sonst noch was gesagt? Ach, siehst du, warte mal, wir haben doch alle Skibo gesagt. Nee, wie heißt das? Skibo gesagt, dass wir den Befehlen gehorchen und manchen nicht. Ob das die große Frage war, ob er selber seinen eigenen Befehl gehorcht und den Anschlag vollführt? Wahrscheinlich nicht, aber. Wenn wir das nicht gesagt hätten, dann hätte er gesagt, naja, dann mache ich das nicht und dann folge ich meinen eigenen Weg und der wäre einfach nur geflohen. Wir hätten was anderes hinterher forschen müssen, obwohl der wäre es nicht so dringlich gewesen. Sie hat gesagt, dass ich das Kommando habe? Ich lüge mal. Sie hat gesagt, dass ich das Kommando habe. Inkorrekt. Du hast dich Zareks Kommando zu unterwerfen. Verdammt! So, so. Du zweifelst meine Integrität an und bedienst dich selbst der Lüge? Damit sind wir quitt. Bring deine Ausrüstung auf Vordermann, bevor wir aufbrechen. Ich sehe nicht ein, unterwegs meine Munition mit dir zu teilen. Wenn du alles hast, triff mich beim Südausgang. Verdammt. So. Bereit? Jo. Sagst du mir jetzt, warum du mich bei Irissa reinlegen wolltest? Ich hatte meine Gründe. Die da wären... Hör zu. Unsere Mission verbindet uns. Sonst nichts. Wenn ich dir nicht vertrauen kann, ist unsere Zusammenarbeit nichts wert. Ich kann dich einfach nicht leiden. Da hast du es. Sonst noch was? Und das soll ich dir abnehmen? Glaub es oder lass es bleiben. Du hast unseren Siegeszug signifikant geschmälert. Wir hätten die Herren der Welt sein können. Stattdessen liegen die, die mir wichtig waren, unter der Erde. Für mich ist das Grund genug, deine ach so gepriesene Effizienz als das zu entlarven, was sie ist. Heiße Luft. Warum interessieren die Toten? Das ist ja auch eine Emotion in sich. Was wolltest du von den Kollektoren? Antworten. Haben sie etwas mit dem Anschlag zu tun? Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Mhm. Bringen wir es hinter uns. Dann los. Mein Auftrag ist erledigt. Von eurem Erfolg hängt unsere Sicherheit ab. Vergiss das nicht. Heißt das, ich bin dich los? Das heißt, dass ihr euch reinhängen sollt. Ausrüsten und abmarschieren. Ja, vor allem ausrüsten und abmarschieren, hey, ist auch super. Hast du eine halbe Ration für einen armen E9er? Wer ist denn Lukev? Ja, ich hab dir nur EBP gegeben. Hab ich dir neulich nicht erst etwas gegeben?
Und gar nicht so wenig, wenn ich mich recht erinnere. Ach, du bist das gewesen. Ich versuche nur, mir einen kleinen Vorrat aufzubauen, damit ich was hab, wenn die Schübe kommen. Also, hast du jetzt noch was für mich? Ob das, wie das vorausfindet, ich meine, ich hab tonnenweise ehrlich, ich kann damit ja nichts anfangen, aber ihr... Hier, nimm. Ach, danke dir vielmals. Falls ich es irgendwann mal auf eine höhere Stufe schaffe, werde ich nicht vergessen, dass du mir geholfen hast. Lokev wird sich das merken. So, mein gutes Zarek hier. Weiter geht's. Wie sieht dein Plan aus? Das erfährst du schon noch. Bis es soweit ist, folgst du meinen Anweisungen und stellst keine Fragen. Was, wenn das Silo kaum Elex hatte? Tja, das ist natürlich die gute alte Russentaktik, ne? Oh, unser Munitionsdepot ist komplett leer und das Zeug, was drin war, war sowieso schon komplett über ein Abfalldatum. Oh, eine ärgerliche Explosion. Naja, jetzt kann das wohl keiner mehr nachzählen. Schade aber auch. Hab gehört, das ist eine beliebte Taktik, wenn man irgendwie jahrelang Sachen veruntreut hat. Dass man das dann dem Flammen übergibt und dann kann hinterher keiner mehr nachvollziehen, was drin war. Hier sind übrigens lauter Lagerhäuser, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ne? Wer weiß, was hier also rumliegt. Kann ich hier einfach vorfliegen? Warte mal, ich quicksave mal und schnell reise da jetzt einfach hin zu der komischen Burg. Kommt er denn nach? Oder wartet der denn auf mich? Rennt der jetzt den ganzen Weg? Nee, leider nicht. Ich muss also wirklich laufen. Boah. Das ist schon ein bisschen anstrengend, ne? Oh, Scheiße. Oder ich das mal gespeichert? Oh, wann habe ich das mal gespeichert? Das ist eine gute Frage. Das könnte schon eine Weile her sein. Achso, noch schnell reisen. Na gut, das war ja. Das ist dann ja gerade so noch. Gerade so akzeptabel. Was hat man davon, wenn man einmal mal keinen Sprit hat, um den Fall abzuschwächen? Also wir müssen wirklich den ganz weiten Weg bis zum Fort mit den Typen hier laufen. Das ist schon anstrengend. Ich werde von irgendwelchen Viechern angedingst. Weil ich gesagt, er möchte keine Munition mehr teilen. Wenn wir Alps wieder die Macht übernehmen, dann kommt das alles hier weg. Ah, ich weiß nicht, ob Nyra sie mir als Begleiter zusagt. Ist dir der Stützpunkt der Kleriker bekannt? Jo. Ja. Dann ist dein Wert für diese Mission soeben gestiegen. Warum? Ich habe eine Feststellung getroffen. Keine Fragestunde eröffnet. Los, weiter. Ah, schön. Hat ja einen gewissen Unterhaltungswert, der gute Mann, ne? Außer davon abgesehen, dass er ein mieser Verräter ist. Schneesiedlung. Hier werde ich nochmal wiederkehren müssen. Und die. Wahrscheinlich müsste ich nicht wiederkehren, weil es hier wahrscheinlich eh nichts zu looten gibt. Er ist ganz schön schnell unterwegs, ne? Er rennt doch einfach schneller als ich. Oder? Ja. Nee, er hat bis einfach ohnehin die Ausdauer, was halt ein Problem ist, weil ich nicht so viel habe. Das ist so lächerlich. Ich würde doch eigentlich pennen, ne? Wir halten uns weiter an der Flanke des Berges. Ihn zu überqueren ist zu gefährlich. Was? Welche Gefahren lauern da oben? Alles Mögliche. Egal wie oft unsere Stoßtrupps versucht haben, den Berg zu nehmen, es hat sich als zu gefährlich erwiesen. Gut zu wissen. Vermeiden wir also eine Konfrontation. Los, weiter. Und nimm etwas Geschwindigkeit raus. Getrampel können wir nicht brauchen. Weich mir nicht von der Seite und achte auf sich bewegende Schatten. Überraschungen sind ein Element, auf das wir verzichten können. Sich bewegende Schatten, ich meine, wir stehen hier mit dem Schnee und es schneit, also. Weiß nicht, wie viele Schatten hier noch sein sollen. Was wir weiter geht es auf jeden Fall bei der nächste Tag. Ist es schon der nächste Tag? Da oben ist ein riesengroßer Donut in der Luft. Das macht es natürlich schwierig, die Zeit abzuschätzen. Vielleicht müssen wir nicht noch laufen, aber soweit ist es zum Glück nicht mehr. Warum halten wir? Nur so ein Gefühl. Besser wir sondieren die Lage. Ich rücke vor und du kommst mit etwas Abstand nach. Bleib unauffällig. Das ist mir gerade so einfällt. Ich habe doch zwischendurch von Olle Skibo habe ich doch eine Mahlzeit gerichtet, so eine Dose, ne? Leicht über die Dose scheint nicht fest verschlossen zu sein. Wow. Er hat ein. Was ist das hier? Ein Eisschnabel umgenietet. Was ein Held.
guckst du denn jetzt hin? Vorne. Und du? Arbeite an deiner Haltung. Ein Troll bewegt sich unauffälliger als du. Was du nicht sagst. Was ist jetzt? Da vorne liegen zwei Kleriker. Tot, dem Anschein nach. Ich sehe vor allem ein paar Viecher. Die Kristallratten müssen wir natürlich beseitigen. Freiwillig lassen sie uns nicht an die Leichen. Naja, die Rüstung klauen, oder? Einverstanden. Ich gehe voran. Nyra nimmt das zur Kenntnis. Ob Nyra das gut finden würde, wenn ich widersprechen würde? So one-shottet er die? Leider nicht. Generell scheint er nicht so richtig das DPS-Monster zu sein, der Dude, oder? Weil er hat sich da ja schon ganz schön vorführen lassen, finde ich. Naja. Hier fehlt eine Leiche. Bitte? Wie kommst du darauf? Die zwei waren Kundschafter und für gewöhnlich sind sie zu dritt unterwegs. Was wollten die Kleriker hier? Ressourcen auftreiben. Seit wir ihren Lebensraum minimiert haben, fehlt es ihnen an Nachschub. Eine notwendige Maßnahme unsererseits. Warum? Notwendig? Warum? Ignadon ist von großer strategischer Bedeutung. Die Kleriker würden es niemals schaffen, das Land auch nur ansatzweise gegen die Fremden zu verteidigen. Und dessen bist du dir sicher? Wenn sie uns schon nicht aufhalten konnten, wie hätten sie ihnen dann etwas entgegensetzen sollen? So betrachtet können sie sich glücklich schätzen, dass wir sie vertrieben haben. Egal, konzentrieren wir uns darauf, den Dritten im Bunde zu finden. Nach dir. Nicht so schnell. Nimm von hier mit, was du brauchen kannst. Da die Angreifer kein Interesse an der Ausrüstung hatten, machen wir uns diesen Umstand zunutze. Bin gleich zurück. Exit, Plastikflasche. Kleine Geldkassette. Ah, die, Hauptsache, wir können die Rüstung nicht rausziehen. Ich dachte, die haben Rüstungsmangel. Wir können weiter. Gut. Rücken wir ab. Allzu lange kann der Angriff noch nicht her sein. Die Spur ist frisch. Ist auch eigentlich sehr schön, dass er mir jetzt einmal die Gnade erweist, dass ich Leichen flattern darf. Mal sehen, wie er das wieder umdreht am Ende und uns daraus einen Strick dreht. Oder kommt nicht weg? Macht den jemand unternommen nicht. Wir kommen bald mal aus dieser Schneeregion hier raus. Das nervt lange noch ein bisschen, dass hier die ganze Zeit ins Gesicht steht. Er ist auch echt unauffällig, wenn er so im Schnee steht, ne? Mit seinen Schwarz-Weiß. Das ist eine ganz gute Kombination. Tot. Dachte ich es mir doch. Seine Verletzungen waren wohl zu stark. Du hast doch früher mit den Klerikern zu tun gehabt. Was hat zu ihrem Zusammenbruch geführt? Nicht, dass es mich stört. Mich interessiert es nur. Aha, langsam wird es ein bisschen verdächtig. Ihr Glaube hat sie zu Fall gebracht. Glaube? Ich werde den Sinn hinter diesem Wort nie verstehen. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Lass uns... Achtung! Hinterhalt! Du Scheiße! Abartiger! Warum wir jetzt aber die Skyans herkommen? Die sind, glaube ich, genauso schwach wie die geschwächten Wesen, die wir letztes Mal getroffen haben, oder? So, er da hinten? Also, sie haben mich ja vorher gewarnt, dass ich mich gut vorbereiten soll hier auf das ganze Ding hier, ne? Gut, dass ich gerade zwei Nahkampfbegleiter dabei habe. Oh. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine... Weil ist sie nur durch die Gegend geflogen, weil sie... Ah ne, okay, sie ist down. Sie ist wieder aufgestanden. Und meine Begleiter sind halt irgendwie nicht so richtig was zu brauchen, ne? Endlich. Oh, die ist Fernsehen, da kommen wir wieder mit. Da Leiche. Mehr Leichen. Also gut, das dunkle Alex kann man auf jeden Fall mal gut rausholen bei denen. Nee, nicht bei dir hier. Die will ich nichts zu tun haben. Wo sind die restlichen Waffen? Ah.
weiß nicht, ob man so richtig von einem Hinterhalt sprechen kann, aber die Engine-Limitierungen sind schon ärgerlich. Interessanter Kampfstil. Anscheinend hast du nicht alles verlernt. Und das aus deinem Mund? Ich benenne nur die Tatsachen. Hätten wir die Fremden nicht zurückgeschlagen, wäre ihr Plan wohl aufgegangen. Aha. Du glaubst, sie wollten uns in die Falle locken? Zusammenhänge herstellen ist nicht deine Stärke. Die Falle galt den Klerikern. Das Fernbleiben ihrer Kundschafter wäre nicht lange unbemerkt geblieben. Ihre Nachhut hätte den Hinterhalt nicht überlebt. Sie wären einer nach dem anderen dezimiert worden. Wir aber waren eine Unbekannte in der Rechnung. Nur deshalb ist sie nicht aufgegangen. Aber räumen wir das Feld. Und das im Laufschritt. Sie haben unsere Stärke einmal unterschätzt. Ein zweites Mal passiert Ihnen das sicher nicht. Caracas ist unsicheres Terrain. Der Zwischenfall mit den Fremden zeigt dies nur allzu deutlich. Unsicheres Terrain? Wir schonen uns erst, wenn wir die Basis der Kleriker erreicht haben. Halten wir uns also ran. Jetzt sind die auf einmal hier das Problem. Nur, dass wir uns verstehen. Wir wenden bei den Klerikern keine Gewalt an, ganz gleich auf welche Probleme wir stoßen. Die Informationsbeschaffung hat absolute Priorität. Warum sagst du mir das? Wir müssen herausfinden, inwieweit die Kleriker in den Anschlag auf unser Silo involviert sind, welche Absicht dahinter steckt. Hey, es regnet jetzt nur noch. Tote reden nicht. Merkt ihr das? Also er scheint ganz schön interessiert an Klerikern so im Allgemeinen zu sein, ne? Was ist denn das da oben eigentlich schon wieder? Ein Sturmwaran, der übrigens wesentlich weniger Lebenspunkte hat als andere, die es in der Situation gekämpft hat. Weil er da aber noch viel zu viel Schaden macht. Wo sind eigentlich diese ganzen Viecher mal hier alle her? Ich gehe hier 3 Meter in diese Region, so einmal werde ich hier von irgendwelchen Pestgreifen. Ich erinnere mich an diese Viecher noch. Wir haben mal lange und verzweifelt gegen die gekämpft und die waren wirklich Arbeit. Mittlerweile sind die doch. War hier nicht ein Dritter? Ah, davon ist mal. Ja, lief doch. Was soll ich gerade sagen? Ach genau, er hier mit seinen Klerikern, der. Wo sind hier 2 Brücken hier? Er weist ganz schön viel Zurückhaltung in Sachen Kleriker auf, ne? Das ist hier, er weiß doch so viel über die Kleriker. Es gibt davon 4 Stück und Dings. Was ist da hinten eigentlich? Ein Frischzuchttrecker? Ach, das Ding. Ich erinnere mich, die habe ich am Anfang totgelähmt. Mit sehr viel Aufwand im Nahkampf, bis sie umgekippt sind. Mittlerweile geht das doch ein bisschen schneller. Was eigentlich ganz angenehm ist. Okay, ja. Zum Wolfenkalan. Ja, okay. So, weiter geht's. Was? Ja, gut, hey, wir kommen langsam sicher in den Gegenden, wo die Viecher nicht mehr sind. Nein! Die Kämpfe werden nicht weniger. Ja, aber nur gegen Viecher. Da vorne. Drachenechsen. Toll. Umgehen wir sie einfach. Unsere Auswegmöglichkeiten sind begrenzt, wenn wir den Zeitplan einhalten wollen. Darüber hinaus habe ich keine gesicherten Erkenntnisse, was ihre Witterungsfähigkeit anbelangt. Wenn wir sie unschädlich machen, gehen wir kein Risiko ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Kampf gegen sie verlieren, tendiert gegen 0. Mir nach! Naja, töte die Drachenechsen. Ich hasse Drachenechsen. Von denen hießen die Viecher nicht neulich noch Flusskrieg? Das sind doch diese scheiß Springviecher, oder nicht? Wie wird das eigentlich voll mit keine Munition mehr teilen, möchte er? Er hat doch gar keine Munition mehr. Er macht doch nur Nahkampf. Wie gehen doch hier schon wieder die Pfeile aus? Ich habe schon wieder 100 Stück verschossen, ne? Was ist das denn schon wieder? Wie kann ich denn diese Felslibelle nicht treffen? Er macht doch irgendwie Elektroschaden, ne? Hey, ich meine, können wir noch große Zähne aus dem Vieh rausluten. Aber er meint vor allen Dingen auch, dass so ein längerer Kampf ist jetzt nicht zeitraubend oder was. Weil ich meine, das kostet auch Zeit, dass ob wir jetzt die Viecher umschleichen oder welches Kleinstück kaputt hauen. Was will er denn jetzt noch? Kreaturen sind mir lieber als das lila Gezücht. Ihre Angriffsmuster wiederholen sich und sie sind leichter abzuwehren. Ein Makel ihres Instinktes. Ja, jetzt... Und jetzt? Die Drachenechsen sind erledigt. Das schon. Dennoch fühle ich etwas, das sich als Unzufriedenheit beschreiben lässt. Ging dir das mit den Viechern nicht schnell genug? Wir sollen große Dinge aufklären. Dennoch sind es die Kleinen, die uns aufhalten. Ich muss unseren Weg optimieren.
Zum Glück kenne ich eine Alternative, die unseren Pfad beschleunigen sollte. Und wie sieht die aus? Das wirst du bald sehen. Los jetzt. Teleportieren wäre nicht schnell gegangen. Das wäre so meine Alternative gewesen, ne? Aber gut, wenn er meint, dass wir das hier so machen, dann machen wir das so. Und laufen den ganzen Weg. Das ist so bis jetzt die... Das ist ja immer noch so ewig weit. Also bis jetzt auf jeden Fall die längste Begleiterquest, die wir jemals irgendwie gemacht haben. Aber es ist ja nicht mal ein Begleiter, aber halt irgendeine Rumrennquest. Unser Ziel rückt näher. Kommen wir zu meiner Alternative. Fliegen? Wir gehen durch den Berg. Dieser Weg sollte frei von allzu großen Gefahren sein. Zumindest war er es, als ich ihn das letzte Mal gegangen bin. Toll. Eine Abkürzung. Eine Lebensversicherung. Im Schutze des Berges sind wir sicher vor weiteren Zwischenfällen. Machen wir uns auf den Weg. Aber weich mir nicht von der Seite. Sicher ist sicher. Denkst du noch, dass er mich irgendwas abmoxen will? Ja, das, also eine dunkle Berghöhle wäre auf jeden Fall praktisch dafür, oder? Ich meine, da muss man sich wissen, keine Leichen. Warum locken bestimmte Gegenden nur immer große Bestien an? Das weiß ich auch nicht. Ist das wichtig? Für mich schon. Du hingegen betrachtest Gefahren ja als Einladung, anstatt einen Bogen um sie zu machen. Oh, das klingt wie Anklang. Was ist denn das hier für ein U-Bahn-Tunnel jetzt auf einmal? Also es kommt mir gerade ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt irgendwie gerade mit so einer Feldhöhle gerechnet, nicht mit einer gut durchelektrisierten, durchklimatisierten... What? Solche Anlagen sind oft Verbindungsstraßen für primitive Fortbewegungsmittel gewesen. Glücklicherweise haben wir Alps die archaischen Gerätschaften der Menschen nicht nötig. Dir ist schon klar, dass wir zu Fuß unterwegs sind? Ein Gleiter wäre mir auch lieber. Aber die Umstände lassen es nicht zu. Achtung, da kommt jemand. Los, auf Position. Von welcher Position redet ihr? Was macht ihr hier? Wer ist denn jetzt Veronika? Kümmer du dich darum. Meine Expertise mit Menschen ist begrenzt. Okay, es wird komisch. Und komisch können wir beim nächsten Mal machen. Bis dahin. Ciao.